Hallo und herzlich willkommen hier beim Heldenkram. Mein Name ist der Chris und ja, erstmal ein frohes neues Jahr. Und wie manche es mitbekommen haben, ich war jetzt selber 3 Wochen im Urlaub, auch wenn natürlich noch Videos von mir kamen, waren die aber leider vorproduziert. Das heißt, ich bin jetzt auch wieder zurück. Bedeutet, wir haben wieder frischen neuen Content und naja, heute ist Mittwoch. Heute ist Heft 50, das vermeintlich beste Heft des Warhammer Imperium Abos. Und warum das so ist, sage ich euch gerne. Nämlich gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Und ja, wie ich sagte gerade, das vermeintlich beste Heft des Abos. Ich revidiere es, es ist das beste Heft. Zumindest aus Sicht der Preis-Leistung. Wir bekommen hier den Herrscherrat, der bei Games Workshop 90 Euro liegt. Und wir bekommen ihn heute für 9,99, also noch nicht ein bisschen mehr als 10% des Originalpreises. Und naja, das ist einfach heftig. Ne, wie kommt das zustande, dass wir so ein teures Heft bekommen? Ganz einfach, den Herrscherrat gibt es nur so in der Form, wie er hier ist, sprich in einem Gussrahmen. Und deswegen kann der nicht gesplittet werden oder sonst was und musste so in einem Heft kommen. Was natürlich uns als Sammler natürlich super gut vorkommt, weil, naja, wenn ich das jetzt für 10 € kaufe oder für 90 Euro kaufe, ne, dann nehme ich doch lieber den für 10. Und der Herrscherrat ist auch deswegen so wichtig. Diese 5 Modelle, die ihr dabei habt, die kriegt ihr nur über den Herrscherrat. Das heißt, wenn ihr Pech habt und ihr kriegt dieses Heft nicht mehr, dann bleibt euch nichts anderes übrig, außer dieses Heft für 90 Euro, also diese Box für 90 Euro zu kaufen. Wenn ihr zum Beispiel einen Reanimator haben möchtet oder wenn ihr sagt, ich brauche die Krückenflugknechte, dann habt ihr echt keine andere Wahl. Deswegen seht zu, lauft, sucht, spricht euren Lotto-Totto-Laden an oder was auch immer, um dieses Heft noch zu bekommen. So, dann gucken wir uns aber einmal kurz und schnell das Heft einmal an. Wir bekommen hier nochmal ein bisschen über den Reanimator Bescheid. Der verbessert nämlich euer Reanimationsprotokoll. Deswegen ist sehr wichtig. Es lohnt sich sogar, den sogar zweimal zu haben. Aber wie gesagt, denkt dran, den kriegt ihr nur über den Herrscherrat. Das heißt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr vielleicht das Heft zweimal. Wenn nicht, müsstet ihr euch überlegen, ob es sich das wert ist, ein zweites Mal zu holen. So, wir bekommen hier Hintergrundwissen nochmal von den Sororitas, die ja jetzt auch so langsam dem Ende entgegengehen, weil es kommt jetzt nur noch ein Heft, nämlich in der 54 nochmal über Soros. Und dann ist der Sororitas-Teil abgearbeitet und dann kommt nur noch. Was heißt nur noch, es kommt dann eigentlich wieder nach über ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Nee, ja doch, über 30 Wochen, dann endlich mal wieder was für die Space Marines, wo ich mich persönlich sehr darüber freue, da dann meine Black Templar größer werden. So, aber genug gequatscht, Bauanleitung, naja, kennen wir alles. Ne? Aber dieser Herrscherrat besteht einmal aus dem Scorpec Lord. Das ist halt ein nicht namentliches Charaktermodell, der perfekt zu euren Destroyer passt aus dem Heft 4. Dann haben wir hier einen Plasmanten, zwei Kryptoknechte, das sind zwar quasi Bodyguard-Einheiten, die ihr zum Plasmanten auch setzen könnt oder zu auch anderen Modellen. Da könnt ihr das natürlich selber separat nochmal in dem Datablatt nachlesen. Was haben wir noch Tolles? Wichtig ist auch hier, diese Modelle kriegt ihr echt wirklich nur über diesen Herrscherrat. Und natürlich der Reanimator, da sind wahrscheinlich die meisten Leute gespannt drauf oder wollen sie ihn auch gerne haben. Und jo, klassische Bemalerleitung, kennen wir alles, ist das alles, ne, so die Standardfarben, die wir bis jetzt schon haben. Hat sich jetzt nicht so viel verändert, sage ich mal. Wir bringen es halt auf den aktuellsten Stand, was Stand heute mit den Farben ist. So, dann haben wir noch mal das Datablatt des Reanimators. Und wir bekommen hier eine kleine Mission, nämlich Necrons gegen die Sororitas. Ne, auch genaue Mannequins stehen nochmal hier hinten drauf, die ihr braucht. Das war so im Groben und Ganzen das Heft. Heißt jetzt noch zwei Dinge. Einmal, naja, wie ihr seht, ist es eine ungewohnte Umgebung. Wir sind jetzt hier gerade bei mir auf meiner Bar, beziehungsweise in meinem Partyraum, da ich gerade in meinem normalen Umfeld nicht gerade aufnehmen konnte. Aber ich wollte euch halt schnellstmöglich das Heft geben, deswegen einmal hier anderes Licht, andere Hintergründe. Aber naja, so ist es halt. So, noch ein Blick auf die Zukunft. Nächste Woche gibt es wieder zwei Farben. Gut, liegt halt einfach daran,
weil wir einfach so ein super Heft hatten mit 90, für, wo wir dann über 80 € sparen. Dann können wir ruhig auch gerne die zwei Farben nehmen. Wir haben jetzt hier einmal einen Pinkton und einmal einen Grauton. Ne? Ich guck mal hier, dass man es so ein bisschen besser sieht. Aber das Pink ist so hell, es sieht aus wie weiß. Ja, und Heft 52, 53 bekommen wir nochmal einen Jagdläufer. Was heißt nochmal, den bekommen wir jetzt. Ist ein relativ großes Modell. Habe ich selber auch schon in Hand gehabt. Wie ihr seht, ist das halt auch komplett ohne Base. Ist interessant. Ich bin mal gespannt, wie er sich so auf dem Tisch halt sich dann auch anfühlt. Und wie gesagt, in Heft 54 kommt der letzte Sororitas-Gussrahmen. Und ja, das ist halt auf jeden Fall Warhammer Imperium Ausgabe 50. Und wie gesagt, aus meiner Sicht das beste Heft des Abos. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euer Chris.